Kennst du das? Musik, die dich so catcht, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst zu schwärmen? Genau so einen Song zeige ich dir jetzt gleich. Aber nicht, weil es sich dabei einfach nur um einen handelsüblichen Welthit handelt, sondern vor allem, weil er dich schon für deinen nächsten Hit unfassbar inspirieren kann und dir vielleicht noch Ideen mitgibt, die du bis jetzt noch gar nicht kanntest. Ich bin Jonas und du bist genau richtig hier im Recording Blog. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording Blog. Und ich bin gerade mal wieder total geflasht von einem Song von 1991. Ja, ich weiß, ein bisschen oll, aber der Song ist cool. Der ist einfach so viel mehr als nur ein Song. Er ist ein Pool an verschiedensten Ideen, die man immer und immer wieder aus dem Werkzeugkasten für Komponisten oder Neudeutsch Songwriter rausziehen kann, wenn es mal gerade wieder kreativ klemmen sollte. Oder aber auch, um vielleicht einen bestehenden Song einfach nochmal auf den Prüfstand zu stellen, um vielleicht nochmal zu checken, ob man das ein oder andere noch besser machen kann. Und ohne weiteres Vorgeplänkel nehme ich dich jetzt mal mit auf die Reise durch den Song und sage dir zwischendurch immer mal wieder, was gerade so unglaublich an dieser oder jener Stelle ist und vor allem, was du für deinen nächsten Song daraus mitnehmen kannst. Und keine Angst, du brauchst jetzt kein abgeschlossenes Harmonielehre-Studium dafür, um zu verstehen, was ich dir hier erzähle oder was mich so begeistert. Also schnapp dir einfach mal einen Zettel, einen Stift oder lad dir dann vielleicht nach dem Video hier unter diesem Link hier oben einen Spickzettel mit den wichtigsten Erkenntnissen aus diesem Video herunter. Ist kostenlos, kein Abo, kein Schnickschnack, versprochen. Und jetzt gucken wir mal, der Song heißt nämlich I am the one and only. Ja, geschrieben von Nick Kershaw, von dem unglaublichen Nick Kershaw, gesungen von Chesney Hawkes, von der singenden Donnerlocke, würde man fast Anfang der 90er sagen. Aber dieser Song fängt schon so ikonisch an, dass man wirklich sagen muss, okay, alles klar, jeder auf der Tanzfläche weiß sofort, welcher Song kommt. Denn ich habe mal ein Video zum Thema Time to Chorus gemacht. Wie lange braucht ein Song eigentlich, um bis zum Chorus zu kommen? Und dieser Song braucht 0,0 Sekunden, weil er fängt mit einer super starken Zeile an. I am the one and only. Dann fängt das Ganze noch im Grundton, in Grundtonart ist D-Dur, fängt aber auf der Quinte an, die Melodie fängt auf dem fünften Ton vom Grundton aus an und die Quinte wird uns noch eine ganze Weile begleiten hier in diesem ganzen Song. Die ganze Melodielinie fußt immer irgendwie darauf, dass der Ton, der gesungen wird, immer die Quinte zum Akkord ist, der gerade gespielt wird. Und das kannst du vielleicht für deinen Song auch direkt mal mitnehmen, dass wenn du bei der Melodielinie nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann nimm doch mal die Quinte. Die Quinte ist der fünfte Ton. Wie gesagt, wir sind in D. 1, 2, 3, 4, 5. Da fängt dann der Ton an. Und da ich ja eh glaube, dass der Song auf der Gitarre geschrieben wurde, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, auch auf der Gitarre, auf dem Klavier natürlich auch, definitiv. Ne? Aber wie gesagt, die Melodielinie orientiert sich daran, dass ganz, ganz oft die Quinte zu dem Akkord gesungen wird, der gerade gespielt wird. Und das haben wir hier auch. I am the one and only. I am the one and only. Spiel mal weiter. Kleiner Refrain, weil nicht gesungen wird. Und in die Strophe rein. Und beim Einstieg in die Strophe kommt schon das nächste geniale Teil, denn er bleibt nicht einfach am Ende des Refrains auf der Grundtonart, weil dann ist man ja zu Hause angekommen und es geht ja bei Harmonien geht es auch immer darum, eine Reise zu haben, also den Zuhörer nie richtig ankommen zu lassen, damit er den Eindruck hat, der Song geht immer weiter und trägt dich immer weiter und bleibt die ganze Zeit spannend. Und so wird es bei diesem Song auch gemacht. Der Nick nimmt dich einfach, kommt raus aus dem Refrain, geht einen Ganzton runter auf das C, um das nur als Brücke zu nutzen und dann die Strophe anzufangen. Und die Strophe fängt an auf der Mollparallele zu unserer Grundtonart. Die Grundtonart ist D-Dur und die Mollparallele dazu ist H-Moll. Und die Mollparallele, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, kann ich die hier oben auch mal einblenden, falls du nicht weißt, wovon ich rede. Aber jeder Akkord hat eigentlich eine Parallele. Ne? Jeder Dur-Akkord hat eine Mollparallele und jeder Mollakkord hat eine Dur-Parallele. Und bei D-Dur, die Mollparallele ist H-Moll. Und deswegen kann man wunderbar die Strophe auf der Mollparallele starten, weil dann kann man später im Refrain wieder zurück zur Grundtonart, zu D. Und wir starten jetzt auch mal hier über den Brückenakkord, mit dem er die Tür aufmacht harmonisch. Und starten mit Call Me. Ich spiele das Ganze mal durch, damit du es einmal gehört hast und dann sage ich dir, was noch weitere so tolle Sachen ist. Call me by my name, oh, call me by my number. You put me through it, I still be doing it the way I do it. And yet, you try to make me forget who I really am. Don't tell me I know best, I'm not the same as all the rest. I am the one and
Und dann sind wir wieder im Refrain. Und es ist diese Reise allein durch die erste Strophe ist schon so unfassbar. Ich sag dir mal ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Also wir sind... Call me. Wir fangen mal mit der Melodielinie an, denn die Melodielinie ist ja im Prinzip das Transportmittel für den Text. Und die Melodielinie muss, wenn der Zuhörer sich irgendwie dran erinnern soll, möglichst simpel sein. Das heißt, wir sind hier auf der Quinte schon wieder, ne? Wir haben H und Melodielinie fängt an auf der Quinte, hier in diesem Fall auf dem Fis. Und dann geht die Melodielinie wie folgt. Da sind wir wieder im fast sicheren Hafen, denn wir sind vom D wieder auf der Quinte gelandet, auf dem A. The one and only. Also wirklich Wahnsinn, diese Melodielinie. Ich weiß nicht, ob der die zuerst hatte, ob er zuerst die Akkorde hatte, aber es ist so simpel und nachvollziehbar und trotzdem führt es dich die ganze Zeit schön in Wellen wieder zurück zum Refrain und wird begleitet von den Akkorden darunter. Und ich glaube, dass die Akkorde auch auf einer Idee basieren, dass nämlich dieser Bass, der hier gespielt wird, dass der auch in Ganztonschritten läuft, rauf und runter. Und ich singe mal die Melodielinie dazu und spiele mal nur den Bass, damit du nachvollziehen kannst, was ich meine. Der Bass spielt. Also wenn wir den Bass mal runternehmen. Also geht einfach rauf und runter und begleitet dadurch quasi fließend die Akkorde drunter liegen. Die Akkorde ergeben sich schon fast von selbst. Ich sage ja, der Song ist wahrscheinlich auf der Gitarre geschrieben worden. Ich weiß nicht, ob der auf dem Klavier auch so einfach aus den Fingern läuft. Falls dem so sein sollte und du bist Pianist, dass es auch einfach zu spielen ist, schreib es mal gerne unten in die Kommentare. Aber ich spiele es dir mal mit den Akkorden vor, dann macht das auch wirklich Sinn. Und jetzt kommt ein Ding, was ich wirklich überhaupt gar nicht nachvollziehen konnte, was aber so genial ist. Er geht dann hier, kommt am Ende dieses ersten Teils von der Strophe, wo er dann ja gleich wiederholen muss. Er könnte jetzt auch wiederholen, aber er schiebt das ganze Ding einfach eine Quarte nach oben und geht dann auf das D-Moll. Warum auch immer er auf das D-Moll geht. Der Song ist ja eigentlich in D-Dur angelegt, aber er geht quasi hier von dem A am Ende des ersten Teils von der Strophe auf das D-Moll und kann damit die Linie dann so zu Ende führen, dass er dann am Ende des Tages wieder auf dem Refrain rauskommt. Und das ist wirklich, glaube ich, einer der genialen Momente an dieser Stelle, wo man sich vielleicht nochmal ein Beispiel dran nehmen kann, auch mal kreativer zu sein und nicht einfach Sachen eins zu eins zu kopieren, also die Strophe nicht einfach mit zwei gleichen Teilen zu machen, sondern den zweiten Teil vielleicht nochmal zu überdenken, ob man da vielleicht die Reise, die harmonische, nochmal ein bisschen anders gestalten kann. Also er kommt, ich spiele es nochmal von vorne. Und geht dann auf das D-Moll, was überhaupt nichts zu suchen hat in D-Dur. Und kann dann wieder auf dem D-Dur rauskommen. Und das ist wirklich so fantastisch gelöst, dass man wirklich nur sagen kann, okay, alles klar, Hut ab. Aber was du für dich vielleicht trotzdem mitnehmen kannst, ist diese fließende Bewegung im Bass und die simple Linie, die dann in der Strophe gesungen wird. Denn das macht dann wirklich Spaß. Und ich spiele jetzt einfach mal weiter und halte dann an der nächsten Stelle an, wo wir dann wirklich wieder genial werden. I am the one and only. Das ist der Refrain nach der ersten Strophe. I am the one and only. You can't take that away from me. Tür aufmachen und rübergehen in die zweite Strophe. I've been a player in the big crowd scene. A flicker on the big screen. My soul embraces one more in a million faces. High hopes, die Moll. An aspiration then years above my station maybe. But all this time I've tried to walk with dignity and pride. I am the one and only. Nobody I'd rather be. I am the one and only. You can't take that away from me. Und
jetzt geht er wieder, er macht wieder die Tür auf, aber wir sind ja in den 90ern und in den 90ern hatten Songs noch C-Teile und ich vermisse C-Teile, denn C-Teile haben eine schöne Art und Weise, nochmal irgendwie eine Wendung in den Text reinzubringen. Vielleicht eine Läuterung für denjenigen, der singt und der dann so eine Erkenntnis plötzlich klingt. Also im Text auch vielleicht eine Möglichkeit, mal einen neuen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Und er macht wieder die Tür auf. Er kommt aus dem Refrain raus. Aber dieses Mal bleibt er für den C-Teil auf dem C, auf diesem Akkord, mit dem er die Tür aufmacht. Und nimmt die Melodielinie aber hoch. Und das ist wirklich ein ganz mieser Trick, muss ich schon fast sagen, weil er nimmt uns mit runter, einen Schritt weiter, er nimmt uns einen Ton runter und versteckt dadurch, dass er da die Melodielinie nach oben laufen lässt, versteckt er so ein bisschen, dass er gerade einen Tonabwechsel vorgenommen hat. Er hat den ganzen Song plötzlich von D auf C runter transponiert, aber das so geschickt kaschiert, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Can't take that away from me, I can wear this uniform. So geht der C-Teil, wieder so das C. Bringt uns damit einen ganzen Ton runter und weil die Melodielinie nach oben geht, merken wir gar nicht, dass ein Tonartwechsel stattgefunden hat. I can wear this uniform. Mollparallele zu C. Without some compromises. Because you'll find out that we've come. Geht von dem A-Moll auf das B und dann wieder die Mollparallele auf G-Moll. In different shapes and sizes, no. Und spielt jetzt den zweiten Teil von einer Strophe nochmal. Das heißt, die Akkorde von einer Strophe und im zweiten Teil der Strophe. Aber weil wir einen Tonartwechsel gehabt haben, einen ganz Ton runter, ist es jetzt ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger und wird jetzt eben nicht in D-Moll gespielt, was wir ja gerade gehabt haben, sondern einen ganz Ton tiefer in C-Moll. Und jetzt würde eigentlich der Refrain kommen, aber wir sind ja auch da in den 90ern. Jetzt kommt erstmal ein Gitarrensolo. Ich sing mal drüber fürs Gitarrensolo. Und jetzt kommt der letzte Refrain. Und was macht man im letzten Refrain? Man schiebt den Song eigentlich einen Ganzton nach oben. Und jetzt kommt diese linke Nummer aus dem C-Teil. Weil wir ja im C-Teil eigentlich einen Ganzton runtergegangen sind, können wir jetzt auch diesen Lift machen zum letzten Refrain hin, einen Ganzton nach oben gehen, ohne einen Ganzton nach oben zu gehen. Denn wir sind dann dadurch, dass wir jetzt einen Ganzton wieder nach oben gehen, im D und haben einen Tonartwechsel wieder in die richtige Tonart gemacht und einen Lift in den letzten Refrain, ohne es zu wirklich zu merken. Das ist wirklich unfassbar. Deswegen muss man sich das wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich spiele diesen ganzen Teil nochmal durch. Wir kommen aus dem Refrain, gehen über den C-Teil, über den zweiten Teil der Strophe, dann einen ganzen Ton tiefer, das Gitarrensolo und dann in den letzten Refrain rein. Das ist wirklich also unfassbar. I can't wear this uniform without some compromises. Because you'll find out that we've come in different shapes and sizes. No one can be myself like I can. For this job I'm the best man. And while this may be true, you are my one and only use. Und jetzt der Lift. I am the one and only. Nobody I'd rather be. I am the one and only. You can't take that away from me. I am zweimal den Refrain am Schluss, weil wir brauchen mehr Refrains. I am the one and only. Nobody I'd rather be. I am the one and only. You can't take that away from me. Und wenn wir jetzt die Tür aufmachen, bleibt der Song quasi infinit offen stehen und man muss den direkt nochmal hören, um den Song nochmal zu genießen. Ich sag's dir, das ist eine Reise. Es sind so viele Ideen drin, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Allein die Geschichte, dass die Melodielinie immer mit der Quinte stattfindet und dadurch dich nie nach Hause kommen lässt. Also ich muss jetzt erstmal durchatmen, glaube ich. Und du kannst mir ja hier in diesen Videos da mal zuschauen, wie ich einen Song von vorne bis hinten schreibe, aufnehme, abmische und das Ganze für dich in Videos. Schau mal rein, wir sehen uns da. Bis dahin, mach's gut und Yasuo. Okay.